Hornköpfe? Ich will nicht daran denken, was passiert, wenn das schief geht. Li Zhang Zhuo kann ja nicht glücklich sein. Gesegnet sei unsere Mutter. Gesegnet sei unsere Mutter. Eindringling! Mehr Hornköpfe? Nichts zu berichten. Ich will nicht daran denken, was passiert, wenn das schief geht. Li Zhang Zhuo kann ja... Die Soldaten der Frostwächter dienen Lissandra ihr ganzes Leben lang. Unglaublich, wie treu ergeben sie sind. Ich habe immer gedacht, dass sie sie wirklich sehr gern haben müssen. Aber dann habe ich ihre Gespräche gehört und vielleicht mögen sie Lissandra doch nicht. Vielleicht haben sie Angst vor ihr.
Gesegnet sei unsere Mutter. Alles klar. Nichts zu berichten. Ungesehen. Das war nur ein Geräusch. Ein Hebel. Soll ich einen Schneeball werfen? Das muss der Ausgang sein. Nichts zu berichten. Nur irgendein Ungeziefer. Das muss der Ausgang sein. Nichts zu berichten. Gesegnet sei unsere Mutter. Wie töten wir diesen Braun? Ist der Mann oder Gott? Er ist eine Legende. Was? Das muss der Ausgang sein. Das war nur ein Geräusch. Wie töten wir diesen Braun? Ist er Mann oder Gott? Er ist eine Legende. Das heißt, sein Ruf basiert auf...
Bullet ist in irgendeiner Zelle eingesperrt. Aber wo? Ich muss ihn finden. Vielleicht weiß ein Frostwächter was. Ohren auf, Mimi. Hast du Hunger? Jetzt verstehe ich, warum Braun euch so sehr mag. Das ist die heulende Schlucht. Ist es hier kälter? Oder ist das bloß Einbildung? Ziemlich beeindruckend. Mir gefällt das hier irgendwie nicht. Schnell, weiter!
Schon wieder? Es sind einfach zu viele. Aber deswegen heißt sie wohl Frostwächter-Zitadelle. Ich habe selbst gesehen, wie Braun die ganze Garnison zerstört hat. Warum hast du nicht mit deinen Brüdern gekämpft? Warum? Zehnmal größer. Genau so groß wie ein Eisriese. Bei Feldherrn Geist. Er ist gewachsen, sagst du? Ja, und... Was?
Was hat Polybär gesagt? Das wahre Brüllen kommt aus dem Inneren. Komm schon, Nunu, du kannst das! Irgendwann. Hoffe, das hat keiner gehört. Gesegnet sei unsere Mutter. Ihr habt den Yeti gefangen. Wo ist er? Sie haben ihn in das Gefängnis weiter oben gebracht. Gut so. Das Ding hat mir fast das Gesicht verfetzt. Ist er intelligent? Kann er sprechen? Ist dumm wie ein Fett. Er murmelt ständig nur, Nunu, Nunu, immer wieder, Kauderwelsch. Dumm wie ein Fels? Du wirst dich noch wundern, Hornkopf. Warte nur ab. Zu Ehren Lysandras. Sie braucht Willem, um die Welt zu retten. Sie wollte wissen, ob ich Willem dafür opfern würde. Aber es kann nicht so einfach sein, oder? Das geht nicht. Was hat Braum gesagt? Kein Problem hat nur zwei Lösungen. Es gibt immer eine geheime dritte Lösung. Ich bin mir nicht sicher, was die geheime dritte Lösung sein soll. Aber ich weiß, dass ich sie finden muss. Zu Ehren, Lysandra. Diese Wächter versperren den Weg. Nichts zu berichten. Alles ist ruhig. Gesegnet sei unsere Mutter. Gesegnet sei unsere Mutter.
Lysandras. Gesegnet sei unsere Mutter. Das ist eine große Kette, aber sie bringt mich nach oben.
muss zu ihm. Jetzt, sofort, schnell! Durchatmen. Du schaffst das schon. Na los, Nunu. Sei wie Braun. Furchtlos. Aus dem Eis geboren. Und ins Eis kehren wir zurück. Er ist ganz in der Nähe. Ich komme, Willem. Ich komme. Willem! Geht's dir gut? Toll! Toll! Jetzt muss ich herausfinden, wie ich dich befreien kann. Moment! Thank you.
Ich muss erst irgendwas machen. Noch nicht, aber gleich. Das ist zu hoch. Er ist gefangen und nur ich kann helfen. Hier lang.
Noch nicht, aber gleich. Hier. Aber was jetzt? Klasse Idee! Voila! Alles in Ordnung? Geht's dir gut? Das Herz der Blauen ist mir egal. Ich will nur... Gern, Kumpel. Wirklich. Also, wie...
Wie kommen wir aus dieser Hornkopfstadt heraus? Bestimmt der Ausgang. Wir müssen es nur irgendwie öffnen. Ich komme von hier nicht ran. Was das ist. Ein Pendel, oder? Vielleicht können wir schwingen. William, kannst du das schwingen lassen? Beschleunige! Schneeball auf den anderen Hebel!
sind zu viele, Willem. Wo bleibt nur eine Lawine, wenn man sie braucht? Machst du gleich das, was ich denke? Alles okay, Willem? Ja. Wo sind wir? Was immer hier unten ist, wir stehen das gemeinsam durch, oder? Ein Bild der Freundschaft. So warm, dass sogar Freljord selbst auftaut. Aber wenn es kein Freljord gibt? Ich habe dir gesagt, was auf dem Spiel steht, Kind. Dieser Willem. Oder die Welt. Und doch bist du hier. Und hier bleibe ich. Mit Willem. Dann hast du deine Wahl getroffen. Du zerstörst die Welt auf deiner sinnlosen Suche nach Freundschaft. Deine Naivität ist unser Ende. Nein. Ich will einen anderen Weg. Ich weiß, was du geopfert hast. Und warum. Aber ich kann das nicht. Ohne eine Familie hat das Leben doch keinen echten Sinn. Und wie soll der andere Weg aussehen, den du meinst? Sag schon! Ich weiß noch nicht. Aber wir werden ihn finden. Ein Problem hat nicht nur ein, zwei einfache Lösungen. Es gibt immer eine geheime dritte Lösung. Man muss nur ganz genau hinsehen. Hinsehen? Ich soll genau hinsehen?
Ich mag blind sein, Kind. Aber die Vision ist klar. Und sie zeigt deinen Tod. Mein Triumph ist unvermeidlich. Schmerz. Oh!
Soll mir ein Schneeball etwas anhaben? Wir werden es sehen! Was für ein Unsinn!
wir es geschafft? Ich glaube, wir... Moment! Das Eis wird seine eigene Königin nicht zerstören. Wie absurd. Die Zeit läuft davon. Dieses sinnlose Herumtanzen ist jetzt vorbei. Es ist offensichtlich, dass du für dieses Tier alles tun würdest, Kleiner. Nun, lass uns testen, wie stark eure Freundschaft ist. Warte, was machst du da? Nicht stark genug, um dich zu retten, Urlimp. Mama irrt sich. Ich bin nicht stark genug. Doch, du bist stark genug, Nunu. Mama? Ich bin so stolz auf dich, Sohn. Aber ich hab versagt. Ich kann Urlimp nicht retten und finde das Herz der Blauen nicht. Du kannst ihn retten, Nunu. Und du hast es gefunden. Falsch, Mama. Es ging nicht. Es ging nicht. Weißt du noch, was das Herz der Blauen ist? Ich weiß nicht, was es ist. Du hast es nie gesagt. Eine Flamme im Dunkeln. Eine Kerze in der Nacht. Aber was soll das überhaupt heißen? Das heißt, du kannst sie erst finden, wenn du das Dunkel erlebt hast. Du weißt, wo es ist, Nunu. Jetzt fühlst du es, oder? Nein, ich weiß nicht. Das kann nicht. Sag es. Willem? Gab mir das Herz der Blauen? Genau. Wo es hingehört. Es gehört zu dir, Nunu. Aber warum? Das musst du Willem fragen. Ich glaube, ich verliere dich, wenn ich es berühre. Oder, Mama? Irgendwie schon. Dann nicht. Ich will dich nicht noch einmal verlieren. Du spielst meine Lieder, oder? Erzählst anderen von mir? Ja, aber... Hör gut zu, Nunu. Geschichten leben ewig. Und so auch unser Lied. Solange Stimmen singen und Ohren zuhören, lebt ein Lied ewig. Und ich auch, okay? Okay. Aber zuerst gibt es einen Bruder, der deine Hilfe benötigt. Ein Bruder? Willem! Weißt du, was zu tun ist? Ja. Und bist du bereit? Bin ich. Okay, auf geht's. Thank you.
Dir geht's gut. Bist du es wirklich? Was ist passiert? War alles nur ein Traum? Ich hatte solche Angst um dich. Was habe ich gesagt? 5 Armeen, linker Arm, kein Problem. Ein neuer Rekord für den großen... Oh. Braun denkt, das ist nicht unbedingt die beste Zeit für Gespräche. Huh? Erst überleben, dann großes Knuffelkuscheln. Komm, Riesenporo ist da. Kleiner Held auch. Los. Ja, du hast das Herz der Blauen gefunden, die böse Königin besiegt und den größten Poro gerettet, den Braun kennt. Ich weiß, aber ich liebe Poros. Was soll ich machen? Nein, du bist der beste Yeti. Und es war eine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen. Mein Freund, mein Willum. Du hast Glück, so einen Freund zu haben, kleiner Held. Aber auch in dir steckt mehr, als man denkt. Zusammen seid ihr nicht aufzuhalten. Und wie geht's für dich weiter, Braun? Was hast du vor? Das ist Freljord, Nunu. Hier braucht immer irgendjemand Hilfe. Direkt hinter dem Horizont, dort findest du Braun. Du kannst dich uns anschließen. Wir sind doch ein feines Trio. Das stimmt schon, kleiner Held. Aber der Berg muss unabhängig sein. Außerdem will Braun deine Geschichten hören, wenn wir uns wiedersehen. Dann sorgen wir dafür, dass es die allerbesten sind. Und ich werde groß und stark, ganz genau wie du. Du bist schon stark, Nunu. Auf eine ungeahnte Weise. Aber du wirst nie wie Braun sein. Hä? Warum? Du wirst keine Einsamkeit kennen. Was? Was genau tut dir denn leid? Schon gut, Großer. Warum sagst du das erst jetzt? Als Versteck vor der Eiskönigin. Ich habe nur Angst, dass ich das Herz der Blauen nicht verdient habe. Danke, Willem. Das ist sehr weise. Jetzt? Ich hab nichts, was ich benutzen kann. Svei Songbur! Stimmt! Sie ist kaputt! Also gut. Wie genau funktioniert das? Wow! Sie ist repariert! Was eingefallen. Mama sagte, große Geschichten brauchen große Titel. Und daher, wie soll diese Geschichte heißen? Das gefällt mir, Willem. Echt perfekt. The brisk, chilling air is calling.
And out there we're free to run and jump and live so wildly. Head first we'll go tumbling through places unknown, with nothing but the stars to light our way. And though the sun may set at night, tomorrow looks so bright. 'Cause home is when you're by my side. No matter what we do, together we'll see it through. And I hope that we won't drift apart, even though things change. Without you it's not the same. I know it's true, life's better when it's me and you. Willst du einen Witz hören? Also, kommt ein Yeti in eine Taverne und geht zum Wirt. Wir scheren ihn wohl. Oh nein, warte. Kein Yeti, sondern ein Drübersk. Oder vielleicht ein Krupp? Mein Gott. Nein, ein Drübersk. Ich muss kurz darüber nachdenken. Wie ging er noch? An higher standing daily, das nur lehrest du. Ah, ich weiß ihn wieder. Who's felt in frail and sing like a swoon? Also, who's kommt ein Drübersk in eine Taverne und geht zum Wirt. So who's felt in frail and sing like a swoon? Der Wirt sieht ihn kurz an und sagt, Yeti werden wir nicht verdient. Hast du das Schild nicht gesehen? Nee, da habe ich mich definitiv geirrt. Es war doch ein Yeti. Das war nicht mal die richtige Pointe. Ups. Entschuldige, Großer. Ja, diesen Witz habe ich tatsächlich vertraut. Warum fragst du? Ja. Ich hab's vermasselt. Er erzählt ihn viel besser. Ins
sangen hvor en vigta el vigta hvor vi ser. Unmöglich. Der Junge hat mich geheilt. Es war zwar nur für einen Augenblick, aber das erste Mal seit langem konnte ich sehen. Und welch ein Anblick. Diese Macht. Die Macht, die ich so lange suchte. In den Händen eines Kindes. Er hat die Yeti-Magie. Nein, er ist Yeti-Magie. Er ist das Herz der Blauen. Aber wie ist das passiert? War es unsere Schuld? Existiert der Junge nur deshalb, weil ich die Yeti manipuliert habe? Ich lag bei so vielen Dingen falsch. Ich sah mich als Retterin, ohne sie zu sein. Solche Macht. Solche Unschuld. Der Junge ist die Klinge. Nicht ich und sicherlich nicht der Yeti. Ja. Der Norden soll seinen Eismessias haben. Den Retter, der den Abgrund bewältigt. Die Zeit läuft davon. Nein, nicht mehr. Die Zeit ist gekommen. Ich beobachte ihn, wie sie mich beobachten. Thank you.
Wir scheren in Vorader, in Schiebseure, Anifia menuret, o delicre, anhaer stenden deli, das nulerest du. Hus välta in freljuren sing länges vor, hus vänna so im todur so urher. Hus välta in freljuren sing länges vor, hus vänna so im todur so urher. In sanga vor in vikta el, vikta vor vir sig.